Hallo, heute geht es um die Poströhre EA. Die EA wurde Ende der 1920er Jahre entwickelt und wurde unter anderem eingesetzt als Kraftverstärker oder in Kraftverstärkern. Es gibt leider nur sehr wenig technische Daten. Zuvor aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde mit dem nächsten Video damit starten, grundlegende Elemente der Röhrentechnik in der Praxis zu erklären. Ich wurde angefragt, ob ich nicht mal einige Schaltungen erklären kann im genauen Aufbau. Das werde ich tun. Ich starte mit dem nächsten Video zum Thema Netzteil, also der Spannungsversorgung, und werde eventuell dann über Oszillatoren und einfache Grundschaltungen verschiedene Videos machen. Die werden nicht genau nacheinander kommen, sondern halt ein bisschen zeitlich eingestreut. Aber die Serie wird starten. Machen wir jetzt erstmal weiter, wie gesagt, mit der EA. So, beginnen wir mit der EA. Das ist die EA. Dazu ein Größenvergleich. Das ist eine EL34 von Tesla, produziert Mitte der 1990er Jahre, sowie eine EL84 aus russischer Produktion, auch ebenfalls Mitte, Ende der 90er Jahre. Die EA wurde von Siemens produziert. Wie gesagt, wahrscheinlich Ende der 1920er Jahre. Es handelt sich dabei um eine Poströhre. Das sieht man auch am Sockel mit der Postbanderole. Der Anschluss ist der typische Anschluss der damaligen Zeit. Dieser wurde auch von Telefunken benutzt. Der im Bild oberste Pin ist die Anode, der unterste Pin ist das Steuergitter und die beiden äußersten Pins sind jeweils die direkt geheizte Kathode. Der Pumpstutzen ist am Kopf der Röhre, im typischen Ende 20er Jahre Design. An diversen Internetauktionen wird der übliche Kommentar mit Spitze, was ja als Garant für hohe Preise gilt. Der Vorbesitzer hat einige Farbkleckse drauf platziert oder fallen lassen. Ansonsten ist ist das Innere der Röhre zu sehen. Fangen wir mal oben an mit der Halterung des Systems. Die weiße Farbe ist, wie gesagt, das Magnesiumgitter. Es ist auch hier viel mit Glas gearbeitet, weil Glas hat den Vorteil, es gast nicht aus bzw. muss ausgegast werden, was ja bei vielen Metallen das Problem war zur damaligen Zeit. Die Anode ist, wie gesagt, wieder gestanzt zur Stabilisierung. Man sieht jetzt gut,
die beiden Anoden oben und unten in der Röhre, sowie in der Mitte das Steuergitter, das auch streppenförmig geformt wurde zur Stabilisierung, was auch ein typisches Merkmal der damaligen Zeit ist, und natürlich in der Mitte die gespannte Kathode. Beziehungsweise ist es nur der Heizfaden, weil natürlich die Röhre ist direkt geheizt. Heizspannung ist übrigens 8,2 Volt bei ungefähr 1,1 Ampere. Und die Röhre kann liefern bei 400 Volt 75 mA Anodenstrom. Hier ist der Pumpstutzen zu sehen. Die runde Getterpfanne. Der Spiegel ist das Getter. Man sieht die Befestigung der Aufhängung sowie die Klimmerplatte, die das System trägt. Hier ist grob die Seriennummer erkennbar. Hier ist nochmal der Heizfaden in der Mitte. Wie gesagt, die beiden Anodenbleche sind gestanzt, um eine Stabilisierung zu erreichen, dass der Betrieb möglichst störungsfrei ist. Als Poströhre musste die EA gewisse Kriterien erfüllen, was Langlebigkeit und Einhaltung der Toleranzen anging. Das ist der obere Systemaufbau. Der Motor im Hintergrund ist ein parkendes Auto vor der Tür, beziehungsweise ist ein LKW. Detailaufnahme des Pumpstutzens. Das ist die Klimmerplatte des Bodens. Auf der rechten Seite ist es wieder die Getterpfanne mit der Einbuchtung für die Getterpille. Die ist jetzt hier sehr schön zu sehen. Links ist der gläserne Haltesteg und ganz unten ist der Pressfuß. Das Quietschen kommt von der Röhre, die ist locker. Drahtdurchführung.
noch mal eine Detailaufnahme des Sockels. Ich habe die Röhre selbst noch nicht geprüft. Das werden wir jetzt nachholen. Sie wurde mir damals als funktionsfähig verkauft. Wie gesagt, es gibt leider nur sehr wenig Informationen über den Einsatz der Röhre. Als Datenblatt habe ich nur ein Kurzdatenblatt, welches mit weiteren Bildern auf der Webseite verlinkt ist. Einige Versuch einer Detailbilder. Das ist eine Nahaufnahme des Steuergitters. In der Bildmitte ist jetzt der Heizrad bzw. die Kathode. Das ist eine Detailaufnahme der Stanzung der Anode. Das ist der untere Systemteil. Oben sieht man die Klimaplatte, also die Röhre steht jetzt auf dem Kopf. Das ist das aktivierte Getter. Wenn ich jetzt winke, hallo Oma. Nochmal eine Detailaufnahme der Getterpfanne. Und der Haltestege. Gut, kommen wir mal zum finalen Punkt. Dem Testen der Röhre. Wie gesagt, hier steht nur ein Kurzdatenblatt zur Verfügung. Die Heizspannung ist 8,2 Volt bei 1,1 Ampere Heizstrom. Bei einer Anodenspannung von 400 Volt und einer Gitterspannung von minus 20 Volt soll 75 mA Anodenstrom fließen. Das Ganze versuchen wir erstmal zu prüfen.
Der Neuberger ist wie immer eingestellt als normaler statischer Röhrentest, also Messmodus V. Das interne Ampermeter steht auf 300 mA, aber wie gesagt, das digitale Ampermeter ist eingeschliffen, insofern ist diese Einstellung jetzt nicht wirklich von Interesse. Alle Kontrollen sind auf 0. Ich konnektiere jetzt zuerst die Röhre selbst. Zuerst die Heizspannung. Ich nehme jetzt die Pins 1 und 3. Die Anode auf Pin 5. Dann das Steuergitter. Das mache ich auf Pin 7. Wie gesagt, diese Anordnung ist jetzt rein willkürlich von mir. Da das ja keine Röhrenfassung ist, sondern die Röhre selbst über Klemmen angeschlossen wird. Also die übliche Ansicht. Negative Spannungsquelle geht zum Gitter, Anode, Heizung, Heizung. Auf der Röhre ist der äußerste Pin oben, wie gesagt, die Anode. Der äußerste untere Pin ist das Steuergitter. Und die beiden am Rand sind die Heizung bzw. die Kathode. So, die Röhre ist beschaltet. Die Heizung hat Durchgang. Jetzt stellen wir zuerst die Heizspannung ein, und zwar 8,2 Volt. Die Anode werde ich gleich stufenweise erhöhen, weil ich weiß nicht, ob die Röhre schon Luft gezogen hat. Insofern könnte es eine negative Überraschung geben, wenn ich jetzt direkt mit der vollen Anodenspannung einfeuere. Das könnte die Röhre unter Umständen direkt in den IOL schicken. Die Gitterspannung brauchen wir mit minus 20 Volt. Gut, gehen wir auf die Kathode. Das Ampermeter, das Voltmeter der Heizung, schreckliches Wort, ist gefallen. Das heißt, es ist Strom geflossen und damit funktioniert die Heizung. Ich habe jetzt nachgeregelt auf 8,2 Volt. Die Röhre glüht auch schön. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich mache gleich Detailaufnahmen. Ich mache jetzt die Kurzschlusstests. Sind alle negativ. Ja, das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich lege eine Anodenspannung an. Ich starte mit 50 Volt.
gehe auf der Gitterspannung zurzeit mal auf 0 Volt. Ich habe jetzt bei 50 Volt Anodenspannung und 0 Volt Gitterspannung 6,78 Milliampere Anodenstrom. Ich erhöhe auf 100 Volt. 20,8 Milliampere. Es gibt auch kein Entladungsklemmen, also die Röhre scheint keine Luft gezogen zu haben. Volt, 36 mA Anodenstrom bei 0 Volt Gitterspannung. 9 brummt auch schon langsam. 52 mA Anodenstrom bei 200 Volt Anodenspannung, immer noch 0 Volt Gitterspannung. Jetzt schalte ich mal auf die 20 Volt Gitterspannung, minus 20 Volt. Der Anodenstrom fällt auf 22,7 Milliampere. Korrigiere auf minus 20 Volt, korrekt. 18,9 Milliampere. Ich erhöhe die Anodenspannung auf 250. Ich habe jetzt knapp 33 mA Anodenstrom bei minus 20 Volt Gitterspannung. Also die Röhre soll bei 400 Volt 75 mA liefern. Ich gehe jetzt auf 300 Volt. Ich habe 42,7 mA. Volt, 37,5 mA bei minus 20 Volt und schicken wir sie in IOL, 400 Volt, 'ne Röhre liefert 84 mA bei minus 20 Volt. Das ist die Röhre im Betrieb bei voller Leistung. 400 Volt Anodenspannung, minus 20 Volt Gitterspannung und 84 mA Anodenstrom. So würde ich sagen, ist das Urteil, die Röhre ist voll funktionsfähig. Und das Brummen ist das Brummen vom Neuberger.